Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind heute mit Kunst auf Achse. Hier kommt der Überblick über unsere Themen heute. Warum Kunst auf Leinwand, wenn man Kunst auch auf Lastwagen haben kann? Das Truck Art Projekt ist die Idee eines Spediteurs aus Spanien und Kunstliebhaber ist er auch noch. Insgesamt 27 Lastwagen wurden seit 2013 von berühmten spanischen Künstlern gestaltet. Als rollende Freiluftgalerie bewegen sie sich jetzt durchs ganze Land und es soll noch viel mehr werden. Beim Teutates. Seit Donnerstag gibt's den neuesten Asterix-Band. So sieht er aus. Mehr dazu und was in Europa gerade sonst noch los ist, sehen Sie jetzt im Euromax Express. Die Leidenschaft von Konrad, genannt Conny Planck, galt der Musik. Aus der ganzen Welt kamen in den 70er und 80er Jahren berühmte Sänger und Bands oder solche, die es noch werden wollten, in das Studio des Produzenten in der Nähe von Köln, um dort ihre Platten zu produzieren. 30 Jahre nach dem Tod der Produzentenlegende hat sein Sohn Stefan jetzt einen Dokumentarfilm über seinen Vater gedreht. Und jetzt ist bei uns wieder Zeit zum Selberbasteln. DIY, also Do It Yourself, heißt unsere Rubrik, in der uns die YouTuberin Sari Hansen heute zeigt, wie man mit einfachen Kleiderbügeln eine originelle Garderobe bauen kann. Diese und weitere Designideen zum Selbermachen und weitere Beiträge rund um das Thema Wohnen und Einrichten finden Sie auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/dwinteriordesign. Es lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen. Blickwechsel heißt ja unsere Serie in dieser Woche. Darin stellen wir Ihnen Fotografen vor, die sich darauf spezialisiert haben, ihre Lieblingsmotive aus einer etwas anderen Perspektive zu zeigen. Der Brite Oliver Curtis zum Beispiel schaut absichtlich weg, wenn er an berühmten Sehenswürdigkeiten steht. Denn die meisten Besucher gucken sich natürlich die Freiheitsstatue, den Eiffelturm oder auch das Brandenburger Tor direkt an. Oliver Curtis fotografiert für seine Bilderserie deshalb genau in die andere Richtung. Eine echte Attraktion ist auch der Jakobsweg. Eigentlich ist er ein Wegenetz, das sich durch ganz Europa zieht. Am bekanntesten ist aber der letzte Abschnitt. Der auf Jahren ungefähr kamen nur wenige Pilger nach Santiago de Compostela. Dieses Jahr werden es mehr als 280.000 sein. So viele wie noch nie, denn der Jakobsweg ist in. Mehr von uns gibt's morgen wieder. Bis dahin empfehle ich Ihnen einen Besuch auf unserer Facebook-Seite. Dort finden Sie noch vieles mehr von uns und aus der Welt von Euromax. Tschüss, bis morgen.